Die Temperatur ist beim Kunststoffspritzgießen ein extrem wichtiger Prozessparameter, der an den verschiedensten Stellen gemessen wird. Messpunkte sind beispielsweise der Heißkanalverteiler, die Heißkanaldüse oder auch die Spritzgießform selbst. Was sind die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Thermofühlern für diese Anwendung? Zunächst müssen die Thermofühler für den Temperaturbereich geeignet und hinreichend genau sein. Hier haben sich in der Praxis Thermoelemente Typ J mit einem Messbereich bis 750 Grad und Typ K mit einem Messbereich bis plus 1200 Grad bewährt. Die sind auch hinreichend genau und haben eine ordentliche Auflösung. Des Weiteren müssen diese Fühler sehr dünn sein, um an kritischen Messpunkten wie zum Beispiel an der Düsenspitze messen zu können. Die Thermofühler müssen flexibel und trotzdem mechanisch robust sein. Diese Anforderungen erfüllen Mantelthermoelemente. Bei denen sind die Thermoleiter in fest verpresstes Magnesiumoxid eingebettet und von einem biegsamen Edelstahlschutzrohr umgeben. Sie sind sowohl mechanisch als auch thermisch sehr robust und können auch in Längen von mehreren hundert Millimeter gefertigt werden. Wichtig ist außerdem noch das Anschlusskabel. Bei Thermoelementen sprechen wir von der Ausgleichsleitung. Sie ist typischerweise 1 bis 3 Meter lang und muss mechanisch robust sein und die hohen Temperaturen verkraften können, die zwischen den Spritzgießwerkzeugen auftreten. Häufig werden hierfür Kabel mit Glasseidenisolierung verwendet, die allerdings schwierig zu kürzen sind und auch nicht feuchtigkeitsdicht sind. Einfacher geht das mit den Kapton-isolierten Leitungen, die sehr einfach zu verarbeiten sind und eben auch feuchtigkeitsdicht sind. Aber wie kommt nun das Kabel an die Messsonde, also ans Thermoelement? Hier gibt es verschiedene Verfahren, wie zum Beispiel eine Krimpung mit einer metallischen Schutzhülse oder auch eine Kunststoffumspritzung. Es gibt inzwischen auch Lösungen aus duroplastischen Umspritzungen, die bis über 500 Grad aushalten. Wichtig dabei ist, dass das Übergangsstück sehr schlank ist und eine hohe Zugkraft übertragen kann, denn die Einbausituation ist häufig sehr knifflig und da muss so ein Thermoelement einiges aushalten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen hoch und teile es fleißig. Klick auf unser Logo, um unseren Kanal zu abonnieren und auf die Videoeinblendung für mehr Videos von den Temperaturprofis. Außerdem wirf einen Blick auf unseren Blog. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.